Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Solpsycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Finden uns, wie ihr sehen könnt, in einem Spiel, das sich sehr, sehr häufig gewünscht wird, und zwar Mortuary Assistant. Auch jeden Freitag, wenn ich euch eine Auswahl an Spielen gebe, kommt entweder Phasmo oder Mortuary Assistant. Dieses Spiel ist schön, hat schöne Jumpscares. Ich habe natürlich wieder alles auf Maximum gestellt, deswegen schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Neue Schicht beginnen. Let's go. Wer dieses Spiel nicht kennt, Ladies and Gentlemen, es gibt bereits eine Playlist, die sollte, glaube ich, auch verlinkt sein. Schaut da gerne rein, da sind bereits schon weitere Videos zu diesem Spiel. Aber um mal kurz anzuschneiden, worum es in diesem Spiel geht. Man ist Leichenbestattungsassistent. Man hat drei mögliche Leichen zur Auswahl. Die muss man untersuchen bzw. fertig machen zur Einäscherung oder zum Begräbnis oder was auch immer. Und in einer dieser Leichen ist ein Dämon. Den muss man herauskitzeln bzw. herausfinden und am Ende verbrennen. Es gibt jedoch drei Metawesen noch, die versuchen, das zu verhindern, also sprich, die ein bisschen auf den Zahn fühlen wollen. Wir haben es so eingestellt. Okay, finde ich auch. Wir haben so eingestellt, dass es viele Events in kurzer Zeit gibt. Ne? Wir haben ungefähr eine halbe Stunde Zeit. Danach ist Schicht im Schacht. Im wahrsten Sinne des Wortes, beziehungsweise Schicht im Sarg dann am Ende. Denn dort werden wir eingestellt, wenn es blöd läuft. So, dann also jetzt erstmal Tür zu, ne? Bevor es reinregnet, und let's go. So, dann schauen wir doch einfach mal. Wir haben hier unsere Streichhölzer, die dürfen wir nicht vergessen. Notizblock und... Ja, das war's eigentlich. Nein! Ich drehe jetzt mal das Licht aufmachen. So, dann können wir eigentlich schon hier hinter zu unserem Behandlungsraum gehen. So, hier sieht sich alles gut aus. Ich glaube, man kann auch einstellen, das hat Emil, glaube ich, mal gesagt oder geschrieben, dass die Gegenstände immer am gleichen Ort bleiben. Und leider habe ich erst jetzt dran gedacht. Immer diese Leitungen. In jedem Spiel, ganz egal, ob Mortuary Assistant, ob Autopsie Simulator, natürlich auch in Fastboot, wo du gehst und was weiß ich nicht noch alles, hast du immer diese beschissenen Leitungen, diese beschissenen Stromleitungen, dass die Lichter flackern. Das ist der Wahnsinn, ja. Das muss auch nicht mal irgendwas Übernatürliches sein, ja. Einfach beschissenes Licht, fertig. So, wen haben wir? Kurt Norton. Oder Kurt Norton. Dann haben wir Zachary Walter. Und wir haben... Hallo? So, natürlich ein kleines Stückchen zurückschieben. Ist ja nicht so, als ob uns die Zeit in der Finger brennt. Und wir haben Vanetta Hart. Ist es normal, dass, als ich die Arme hier rausziehe, mich jemand auslacht? gut. Ich würde einfach mal sagen, wir machen von rechts nach links. Na, denn hier hinten ist es auch mal ein bisschen nervig. Wer auch immer da gerade trampelt, mir ist relativ geil. So, Monsieur, du bist als erstes dran. Ich weiß noch nicht, ob ich als zweites die Oma nehme oder erst die Oma als drittes. Denn ich will sie heute auf jeden Fall noch mit dran kriegen, und da sind wir auch schon mein Thema, Ladies and Gentlemen. Ich kriege heute alle Leichen, die komplette Runde kriegt ihr heute. So, also, das hier ist unser erstes Opfer. Wie gesagt, die Oma werde ich wahrscheinlich als zweites nehmen. Vielleicht können wir sie dann auch schon verbrennen. Man weiß es nicht. In ihr bestimmten Dämon. So, dann schauen wir doch mal. Er ist auf jeden Fall schon ein bisschen älteres Semester und ähnliche Frisur wie ich, nur dass er ein bisschen längere Haare hat. Aber das Gesicht, abgesehen von den Falten, sah das Gesicht jetzt eigentlich vollkommen in Ordnung aus. Da war nichts. Okay, hier unten hat er irgendwas. Ausschlag vielleicht, man weiß es nicht. Muttermal in der Handfläche? Nein, diesmal nicht. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, wenn du da so ein großes, warziges Muttermal hast. Mal abgesehen davon, dass es optisch wahrscheinlich jetzt... Okay. Optisch wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen schwierig ist, aber... Das Problem ist ja, wenn du dich da jetzt... Wenn du irgendwas Heißes in der Hand hast zum Beispiel. Jetzt übel. Okay, wir lassen das Licht an. Dankeschön. So, also, wir haben alle Informationen. Hier machen wir wieder auf. Na, da haben wir das auch schon mal hinter uns. Der Gute ist 58. Ich hätte ihn älter eingeschätzt, würde ich sagen. Ich hätte ihn wirklich älter eingeschätzt. So, linker Arm. Haben wir eine Keratolyse und am linken Bein eine Prellung. Prellung? Ja, schlaf schön, schönen Feierabend. Am linken Bein eine Prellung, Keratolyse. Also eigentlich nicht so dramatisches Zeug. Da muss ich sagen, das fehlt mir hier, gerade jetzt noch Autopsie Simulator, fehlt mir hier so diese kranken Verletzungen, dieses, die kranke Background-Story. Meine Herren, schwieriges Wort. Das fehlt mir hier so ein bisschen. Und ich bin immer noch der Meinung, wenn sie diese Grafik und diese, die Leichen und die Story von Autopsie Simulator mit den Events und Jumpscares von Mortuary Assistant zusammenpacken, Hello? Mit dem Konzept, ja, ein paar Leichen an einem Tag oder eine Leiche, und herausfinden, was passiert ist. Wenn sie das miteinander kombinieren. Hauptseller.
Da bin ich mir sicher. Gut, vielleicht nicht ganz so übertrieben kranke Leichen. Das Wort habe ich schon hart, aber gut. Also, wir haben jetzt das Äußere untersucht, na, Bericht abgegeben und jetzt geht es an die Materie. Und bevor wir anfangen, ihn auszupumpen, müssen wir erstmal uns um seine Augen kümmern und den Mund zutackern. Na, sozusagen alle Löcherstoffe. Könnte durchaus sein, dass das der Grund dahinter ist, aber ich glaube jetzt mal eher weniger. Damit einfach, damit man gesittert aussieht. Hallo? Warum und wer? Du hast wunderschöne Augen, jetzt hast du eine Nase mit meinem Nix. Warum auch immer? Keine Ahnung. Gut, aber erstmal Mund zu tackern. Warum? Ganz einfach. Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie Gase austreten oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Mir auch relativ egal. Hauptsache, der Mund ist zu. So. Sieht doch schon viel ansehnlicher aus. Und Hauptsache, mir ist die ganze Zeit nicht aufgefallen, dass seine Augen offen sind. Ich dachte schon die ganze Zeit, seine Augen sind zu, aber nö. Ja, das sieht überhaupt nicht der Mond eine Chance aus. Alright. Mit? Wieso führst du auf einmal Selbstgespräche? Ja, ist alles gut? Alles nicht? Gut. Feuchtheit im Mittel. Dann brauchen wir natürlich hier. Also, wir machen jetzt gerade hier so die Flüssigkeiten fertig, damit wir gleich auspumpen können, damit der halbwegs ansehnlich dann ist. Na gut, wahrscheinlich, damit irgendwie nichts vergammelt oder sowas, keine Gase bilden. Ich hab. Ja, ich bin nicht. Ja! Okay! Hat schon damit gerechnet, dass ich gleich sagen will, ich bin nicht da. Donnert er erstmal gegen das Fenster. Dieses Spiel kann man noch so oft spielen. Am Anfang, wenn man anfängt mit der Schicht, ne, Leiche 1, da ist man noch so der Coole, sage ich jetzt mal. Ne? Alles ist fresh, alles ist super. Ne, die kann eigentlich nichts irgendwas anhaben, so ungefähr. Es müssen nur zwei kleine Events oder sowas kommen und die geht der Arsch auf Grundeis. So, was brauche ich? Ich brauche ein Skalpell und ich brauche die Arterienklemme. Habe ich ein Skalpell? Ja, jetzt komm her, du! Das wäre jetzt Instant-Kammer gewesen, wenn es jetzt wirklich erschienen wäre. So, und jetzt brauchen wir noch die Arterienklemmen. Wo habe ich die? Na, das. Ja, ja, nö, nö, das lassen wir mal, gell? So. Das sieht wunderschön aus. Wenn ich das jetzt einfach... Ich dachte gerade, ich hätte was gehört. Ah, ich habe was gehört. Ah, ne, wenn ich das... Wie gesagt, so im geistigen, von meinem geistigen Auge kombiniere ich das immer mit Autopsie-Simulator oder vergleiche ich es jetzt immer. Es ist so schlimm. So, hallo. Hallo? Ja, beruhig dich doch. Kann noch was sagen. 10-Jahres-Münze, 5-Jahres-Münze. Und ich bin befriedigt. Okay. Na, das war so eine Zukunftsaussicht. Ufbasse. So sehe ich jetzt noch aus, so könnte ich irgendwann aussehen. Deswegen eigentlich ganz gut. Hier ist alles fresh. Tür mach mal zu, ne? Soll ja nicht ziehen oder so. Da, dann pumpen wir den Guten erstmal aus. Die Segen suchen wir dann erst später, ne? So nach Leiche Nummer 2, ne? Vielleicht haben wir ja schon einen Guess, ob wir unsere Leiche bereits haben. Das könnten wir heute theoretisch auch mal machen. Also zwei Leichen fertig machen und dann entweder entscheiden, eine dieser beiden Leichen ist unsere Leiche. Oder, wenn wir der Meinung sind, okay, keine dieser Leichen hat irgendwie Anstalt gemacht, den Dämon in sich zu haben, dann brennen wir einfach die dritte Leiche. Könnte man machen, oder auf jeden Fall, dass es geht und dass man die dritte nicht erstmal untersuchen muss, könnte man das so machen. Schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. So, Wunderbärchen, jetzt siehst du wieder fresh aus. Also, zumindest innen. Von außen hat sie nicht viel getan. Okay, hier wurde Licht ausgemacht und da hinten hat jetzt jemand die Haustür aufgemacht. Ich weiß nicht, was hier abgeht und ich will hier auf jeden Fall nicht reingehen. Nein, 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 das könnt ihr vergessen. Na, solange ich da nicht hin muss, gehe ich da auch nicht hin. Könnt ihr sowas von vergessen. So, Flexback. Na, wir haben den Guten jetzt ja ausgepumpt, durchgespült. Na, jetzt ist nichts mehr drin. Na, da müssen wir jetzt auch noch schauen, dass er ungefähr seine Körperform behält. Deswegen für wir den Guten jetzt. Und gut, wir haben da Cavity-Flüssigkeit. Das ist irgendwie so Balsamierungsflüssigkeit. Also, na, Balsamieren ist jetzt zum... Ich weiß es gerade gar nicht. Ist es zum Erhalten der Zellen? Also irgendwie... Oder ist es zum... Weiß gar nicht. Wo man das eigentlich wissen sollte. Na, die Pharaonen und sowas, die wurden ja auch einbalsamiert. Also es ist doch eigentlich zum Erhalt des Körpers. Oder täusche ich mich da? Vielleicht habe ich da auch einfach gerade einen Denkfehler. Und wer auch immer an meiner Tür geklopft hat, ne? Aufpassen. Wir haben ein Skalpell. Also mehrere sogar. So, also, jetzt haben wir einen Guten gefüllt. Und nachdem man gefüllt hat, muss man erstmal die Maschine sauber machen. Ne?
So, und hier machen wir erstmal wieder die Tür zu. Nicht, dass wir hier gleich auch noch Freezing Temperature kriegen. Ich will jetzt hier nicht auch noch von dem Geist heimgesucht werden. Die anderen drei Hanse plus dem Dämon reicht mir schon. Und Shadow on the Wall? So, warum? Hallo? Was soll der Schmarrn? Ich dachte irgendwie, der jumpt gleich auf mich zu, aber nö. Er steht einfach nur in der Tür. Ich weiß nicht, was sein Begehr war. Aber scheinbar hat es ihm gefallen, ne? Er hat zumindest nichts gesagt, dass es ihm nicht gefallen hat. So, also, Maschine wird sauber gemacht. Danach müssen wir ihm jetzt gleich noch sein Gesicht abrubbeln und dann kommt er auch schon wieder zurück in den Kühlschrank. Und ja, dann kommt Leiche Nummer 2 und dann können wir uns darauf freuen. Und dann kommt die Arme. Die in Phasmo hoffentlich irgendwann die Ende gefunden hat und deswegen jetzt hier bei uns Mosh Resistant auf dem Tisch landet. So, Kollege, ich hoffe, dir hat die Behandlung gefallen. Na, hier schön. Also gut, wir bräuchten mehrere von diesen Feuchtigkeitspads, ne, bis wir hier jede Falte, jede Ritze abgerubbelt hätten. Aber ihm hat die Behandlung gefallen, deswegen ist alles super. Den Leichen geht's auch noch gut, ne, die tauen schon mal ein bisschen auf, denn ganz ehrlich, wenn den Leiche zu kalt ist, dann fasst du dahin. Das ist nicht schön, die dann zu untersuchen. Kriegst du selber kalte Finger oder sowas. Das mag man nicht. Ne? Deswegen müssen die erstmal ein bisschen auftauen. Na, für den Ärzten wird erwartet, dass sie keine kalten Finger haben. Da will ich auch von meinen Leichen keine kalten Körper haben. So, Kollege, ich hoffe, dir hat es gefallen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, war harmlos. Das waren... Gehst du weg! Das waren eigentlich normale Events. Nichts, was jetzt irgendwie auf einen Dämon hingedeutet hat. Schauen wir mal, wie es mit der... mit der Amma aussieht. Grinst du mich an? Die lächelt doch so ein bisschen, oder? Lächeln ist immer ein gutes Zeichen hinsichtlich des Dämons. Wer auch immer da gerade stöhnt und sich entschleudert. Ich wollte gerade sagen, ja, das kann ein Ende finden. So. Ich weiß es nicht. Sie sieht schon ein bisschen dämonisch aus, aber der Knutschfleck hier auf der Wange... Welcher Dämon würde freiwillig als Oma hier irgendjemand abknutschen? Und hallo! Sag mal, hakt's bei dir? Das ist ein Ablenkungsmanöver. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Die wollen mich einfach nur auf eine falsche Fährte locken, denn er hat hier nichts Dämonisches. Aber gut. Wir sind immer noch bei ihr, das haben wir schon. Wunderbärchen, also Kopf ist okay. Dafür, dass sie ungefähr 100 Jahre alt ist. So, hier Rücken, ist alles in Ordnung. Na, das hier auf der Brust müssen wir von der anderen Seite dann betrachten, beziehungsweise auswählen. In der Hand. Und was hast du gemacht? Vielleicht hat sie sich selber so eine Ohrfeige gegeben, dass sie gleich blaue Flecken hat. Weiß es nicht. Ja, könnte ja so eine Faltenkur gewesen sein, ne? Einfach so fest auf die Falten draufschlagen, bis sie weg sind. Man weiß es nicht. Mhm. Geholfen hat sie jedenfalls nicht, ne? Sie sieht immer noch aus wie eine Schildkröte. Hab mal schon einen Rechner und hier bist du 79. Ja, war ich mit 100 ja gar nicht mal so stark daneben. So, also 79, sie hat eine Prellung am Kopf und an der Hand. Wie kann man seine Hand so prellen? Ich weiß es nicht. Aber gut, hingefallen, abgestürzt. Ja, aber wenn sie sich mit der Hand abgestürzt hat, dann ist sie, also, warum ist sie dann mit dem Kopf auch noch aufgeschlagen? Keine Ahnung, aber gut. Na, im Alter ist es ja gefühlt immer so. Du stolperst, du musst aufpassen, dass du dir da nicht gerade einen Knochen gebrochen hast, so. Na, ist halt einfach das Alter. Ich bin nicht da. What the? Normalerweise kommt dieses Event erst... Ja. Na, ich will nur mal anmerken, ich kann gerade nicht mehr laufen. Ja, und das hier kann ich auch nicht mitnehmen. Alter, ich bin unterwegs. Klappe halten. Normalerweise kommt das immer, wenn ich dann hier hochgehe. Ne? Ich hole mir den Bericht, gehe hier vor und dann kommt das hier. Ich kann bei der Bay nicht schneller gehen als so. Will ich nur mal angemerkt haben und... war eines meiner ersten Events. Mom. Hm. So, kann ich hier eigentlich... Ne. Hier kann ich wahrscheinlich auch nicht hin, irgendwie raus oder sowas. Ne, okay, ich muss mit ihr interagieren. Mama? You stupid bitch. Hate me all you want. Jetzt nicht flirten, gell? He's dead because of you. You should be the one here. Die hat ja leider so ein bisschen recht da. Mit Schuld habe ich auch. Ja! Ich höre da immer, ich verstehe da immer Kiss Me.
Ach, Hauptsache, du bist eine Schande für diesen Körper, aber ist er erstmal in ihrer Spinnenform. Na, macht er noch Felice aus League of Legends. Aber ich bin eine Schande für meinen Körper, ne? Wir gehen ja mal, wir gehen mal vor den Spiegel, ne? Ich fühle mich... Was war jetzt das? Das Geräusch war neu. Ne? Also ich muss sagen, ich finde mich attraktiv. Ich wusste gar nicht, dass man hier aufdrehen kann. Kann man auch... Ich kann sogar... Mein Gott. Gut, vielleicht habe ich schon mal irgendwoher gekannt, aber wieder vergessen. Könnte auch sein, keine Ahnung. Alter. Ey, gleich schlägt's 13, Kollege. Sag mal. Meine... Alter. Okay, das war definitiv Leiche Nummer 3. Holy moly. Ne? Diese erotische Schwungmasse, die würde ich immer erkennen. Habe ich jetzt schon den Bericht abgegeben? Ich weiß es nicht. Gut, also, ne? Wir werden herausfinden, ob die Leiche Nummer 3 verbrennen können, auch wenn wir sie nicht untersucht haben. Denn, sagen wir mal ganz ehrlich, das war definitiv unser Dämon. Kannst mir nicht erzählen. Hallo? 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 Why are you still doing this? Das ist mein Job. I'm going to kill you. Na, schauen wir mal, gell? Na, wer zuerst kommt, mal zuerst. So, wo waren wir jetzt eigentlich? Wir haben den Bericht abgegeben, jetzt müssen wir die gute, also wieder erstmal hier Augen und Mund. So, eins nach dem anderen, Ladies and Gentlemen. Nicht durcheinander bringen lassen, denn genau das wollen sie. Aber trotzdem, das im Badezimmer, dieses Geräusch, das war mir neu. Das habe ich noch nicht gekannt. Mein Gott, wie schaust denn du aus? Ja, ihre Haut ist noch weißer als meine und ich hätte nicht gedacht, dass das noch möglich ist. Die ist sogar schon grau. Das ist wirklich eine Kalksteinwand. There we go. So, dann noch die guten Augen wieder zumachen. Bup, bup. Ich muss mir auch mal solche Kontaktlinsen holen. Alright. Oder ich will mir auch einfach diese Augen petzen. Ja, wird zwar dann schwierig irgendwie aufzunehmen, zu streamen oder sowas, oder... Froggy, Abmarsch. So, also, das haben wir. Hier machen wir erstmal die Tür zu. Na, ich will jetzt nicht unbedingt 24/7 beobachtet werden. Da müssen wir wieder die Maschine füllen. So. Ganz ehrlich, von der Feuchtheit im Mittel bräuchtest du eigentlich hier alle Flaschen, die ich im Regal habe. Ich hab dich gesehen da draußen, Madame. Kommen Sie ran, gehen Sie raus. So, noch das Methanol, Wunderbärchen. Und natürlich die unheilvolle Reagenz nicht vergessen. So. Dann, wo ist mein Skalpell? Ich fühle mich einfach wohler, wenn ich ein Skalpell dabei habe. Ja, gerade gegen die ganzen Viecher, auch wenn ich wahrscheinlich nicht viel machen kann, so in einem Metawesen. Aber trotzdem, ne, ein Skalpell dabei zu haben, ist einfach um einiges angenehmer. So, die Klemme noch. Welche? Einfach meine Ex-Freundin hatte damals, als wir uns kennengelernt haben. Was? Wieso? Schon wieder? Ich mag dieses Event nicht. Das ist neu. Also ich kenne es zwar jetzt schon, aber... Okay. Ich mag es nicht. Und meine Ex-Freundin hatte damals, als wir uns das erste Mal getroffen haben, hatte sie auch ein Buttermesser, so ein Brotmesser in ihrer Tasche. Für den Fall, dass ich irgendwie ein komischer Typ bin und irgendwas von ihr will, dass sie sich wehren kann. Habe ich auch erst hinterher erfahren, aber direkt sympathisch. So. Na, wie sagt man so schön, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Na, trifft jetzt nicht auf alles zu, Ladies and Gentlemen, aber ich kann durchaus gerade wenn jetzt... Junge Lady, bist du, war damals, glaube ich, 16? Ich war 17? Oder 15 und 16, also ich glaube, ich war ein Jahr älter. Und naja, wenn du halt einfach junges Mädchen bist oder sowas, oder allgemein. Du musst ja noch nicht mal Mädchen sein, ja? Auch Kerle. Denen kann auch was passieren, ja? Dann lieber doch auf Vorsicht setzen, bevor man dann am Ende am Arsch ist. Aber fand ich jetzt irgendwie sympathisch, dass ich einfach neben mich gesetzt und hat der Geschichte gelauscht. Die super. So. Und der Bärchen, die gute, ist ausgepumpt, auch wenn da nicht mehr viel zum Auspumpen war. Und, mein Gott, jetzt müssen wir sie ja noch füllen. Ganz ehrlich, können wir sie nicht einfach einäschern? Ja, man müsste sie eigentlich nur 10 Minuten in die Sonne legen und dann zerfällt sie sowieso zu Staub. Deswegen ist es eigentlich komplett egal. So, ich brauche mal einen Schocker noch. Um fair zu sein. Ich arbeite immer nachts, da ist nicht viel mit in Sonne liegen. Ja, also somit hat sie Glück. Völlig ist das auch der Grund, warum ich immer nur nachts arbeite. Na, kannst mir nicht erzählen, dass die Dämonen am Tag Feierabend machen. Deswegen, ich erlebe dagegen auch mal am Tag hier eine Schicht zu haben. Das wird allgemein noch. Jahreszeiten, Tageszeiten. Dass man da so eine Varianz hat.
Irgendwie auch zum Beispiel ein Phasmophobia. Mit den unterschiedlichen Tageszeiten oder Wettern. Das will ich ja auffallen. Wie gesagt, es gibt ja hier auch so einen Modus, da kannst du einfach nur die Leichen so einbalsamieren. Und da kannst du zum Beispiel Wetter wählen. Ja. Gehst du da runter? Mein Gott. Ich habe mich gerade gefühlt wie meine Mutter, wenn mein Kater damals irgendwas Neues entdeckt hat, irgendwo auf den Schrank gesprungen ist. Der Meinung war, wieder Pflanzen anzuknuspern, als ich jünger war. Hat sie auch nur gesagt, gehst du da runter? Deswegen ja, ich weiß es nicht, ob das gut oder schlecht ist. So, und ich habe jetzt sie gefüllt, jetzt muss ich die Maschine wieder sauber machen. Bin schon komplett raus. Obwohl ich dieses Spiel gefühlt jede Woche zu... Nein. Sagt das Gespiel... Was? Das Spiel gefühlt jede Woche. Aber ich bin trotzdem immer lost, wenn ich es wieder spiele. Selbst wenn nur ein paar Tage dazwischen sind. So. Also, das hätten wir. Das wird sauber gemacht. Also, sie wird sauber gemacht. Dann rubbeln wir sie gleich ab und dann schaue ich, ob wir vielleicht sogar schon wirklich alles finden hier für diese Gilden. Und dann wird Leiche Nummer 3 verbrannt oder ich versuche ihn zu verbrennen. Kann auch sein, dass wir ihn erstmal anschauen müssen, ne? Hin und wieder, nein. Hin und wieder passiert es ja, dass ich diese Gilden nicht auf jede Leiche drauflegen kann. Was sehr seltsam ist. So. Wunderschön. Also, die Arbeit. Ich sehe dich. Ich schaue jetzt extra nicht zur Tür. So, also. Die alte Schachtel, bevor sie zu Staub zerfällt, ab im Kühlschrank. Und Leiche Nummer 3, du Kollege. Du kommst gleich in den Ofen. Und jetzt habe ich gerade an ein Grillhähnchen gedacht. Ich weiß es nicht, aber jetzt habe ich Hunger. Ich werde auf jeden Fall diese Woche wieder einen Schweinebraten holen. Und du, wie lang denn stand sie da jetzt? Also gut, war jetzt nicht so lange, aber trotzdem irgendwie ein bisschen hobbylos, oder? Dann schauen wir doch mal. Aha. Nee. Aha. Nee. Ja. Aha. Das ist der Pfeil. Also wir brauchen hier nur 2, maximal 3. Ja, mit 3 wäre ich schon fein. Ja. Das ist Loch Ness. Also Nessie. Warte, wir grüßen ihn raus. Ich glaube, wir haben eine Nessie in der Community. Nicht, dass du dich jetzt hier beleidigt fühlst, weil ich das Wesen nach dir benannt habe. So, und dann schauen wir mal. Vielleicht haben wir hier drinnen auch... Hier drinnen, Freund. Wieso bist du jetzt wieder draußen? Kollege. Du kannst mich nicht ablecken. So, es sieht fresh aus. Das ist jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Wir bräuchten wirklich 3. Aber ihr seht ja auch schon, die Sicht ist komplett blur. Also, viel Zeit haben wir nicht mehr. Aha. Oh yeah. Das ist L. Nessie, L und der Fall. Okay. Dann brauchen wir erstmal wieder hier unseren Code. Für den Rechner. 1715. Gut, 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 gut. Den kann ich mir sogar merken. 1715. Perfekt. So, dann schauen wir doch mal. Habe ich hier... Warte. Nein, das wollte ich nicht. Hier, tschüss. Ich wollte schauen. Gibt es nämlich wirklich einen Hinweis darauf? Aber gut, wir haben ja 3 Sekunden, deswegen können wir das eigentlich gut rauslesen. Was hatten wir? Wir hatten Nessie, den Pfeil. Dann hatten wir ein L? Was war das letzte, was wir hatten? Das war nicht das kackende Haar, oder? Jetzt muss ich mal nachschauen. Kackende Haar war, glaube ich, 4, ey. Was ist das hier noch? Das habe ich mir jetzt natürlich wieder nicht gemerkt. Doch, L mit Pünktchen. Wir haben unseren. Dämon, ne? Und war klar, dass das kackende Haar dabei ist. Ist einfach ein Klassiker. So, wie heißt du, Kollege? Uskare. Okay. Nessie ist rechts, L unten, Pfeil links. Natürlich habe ich es direkt schon wieder vergessen. Nessie rechts. So. Nessie rechts, Pfeil links, L unten und das kackende Haar ist oben. So. Mitnehmen und Abmarsch zur Leiche. Hoffen wir einfach jetzt mal auf das Beste. Also, dass wir ihm das geben können. Denn wir schaffen es von der Zeit her wahrscheinlich nicht mehr, ihn nochmal zu untersuchen. Das wird auf jeden Fall ein bisschen eng. So. Ich hoffe, dass wir damit richtig liegen. Tatsächlich nicht, aber einfach mal Try and Error. Ja, wir verbrennen keine lebenden Leichen. Ja, also, lebende Leichen wäre auch ein bisschen seltsam. Zombies würde ich gerne verbrennen. Aber nein, ne, wir verbrennen ja Tote. Deswegen ist es nicht so dramatisch. So, schauen wir doch mal, ob er jetzt wirklich unsere Leiche war. Wenn ja, haben wir ein schönes Ende. Wenn nein, haben wir ein doofes Ende.
Deswegen bin ich gleich sehr gespannt. Du willst mich verarschen, oder? Du willst mich... What? What? Was? Als was? Wir hatten noch drei oder vier Events übrig. Hä, warum haben wir jetzt das Ende? What are you doing? Sorry. This is the only way. Hätten wir die falsche Leiche verbrannt, dann wäre ja diese andere Sequenz gekommen mit Raymond, wo wir ihn dann fertig machen. Diese Quest kommt eigentlich, wenn man zu lange gebraucht hat. What? Ne? Ihr beschwert euch über das unbefriedigende Ende von Autopsie-Simulator. Das finde ich gerade sehr unbefriedigend. Ich weiß nicht, warum wir jetzt dieses Ende hatten. Eigentlich hätten wir ein geiles Ende haben können. Und ich war mir sicher, dass entweder die Leiche oder der andere Mann unser Event war, ne? Na gut, das Event war auf jeden Fall die Leiche. Aber da er draußen war und auch einmal nur seine Klappe geklopft hat, hätte auch sein können, dass die erste Leiche unser Dämon war. Aber selbst wenn wir den falschen Dämon verbrennen, die Sigille hat gestimmt, ne? Die vier Sigillen. Also ich habe vielleicht die Anordnung, aber scheißegal. Sagen jetzt einfach mal, es hat gestimmt. Dann hätten wir einfach das negative Ende haben müssen, wo wir den falsch verbrannt haben und dann wird Raymond fertig gemacht, also zusammengefalten. Und nicht das. Ladies and Gentlemen, keine Ahnung, warum wir jetzt dieses Ende hatten. Ich hoffe, euch hat es dennoch gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.